So, guten Morgen erst einmal. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu so früher Stunde. Es sind nur ein paar wenige da, aber trotz alledem. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Schön-Michael. Komme, wie die Leute hier sagen, aus Passau oder Passau. Habe mich mit dem ganzen Thematik Geo-Mashups, Geo-Koordinaten, Geo auf Landkarten jetzt mittlerweile seit 5, 6 Jahren beschäftigt und bin an einigen Stellen an Punkten, wo es mir wichtig ist, einmal einfach hier drüber zu sprechen und vorzustellen, was ist momentan, was sind meine Beobachtungen, was sind die Findings und was kann man daraus ableiten. Um es einmal ganz einfach anzufangen, ich meine, den meisten, oder das ist euch sicher allen ein Begriff, wenn wir von Karten sprechen, es gibt heutzutage eigentlich de facto nur zwei Karten oder Kartenmaterial, das in der breiten Masse verfügbar ist. Das heißt, das eine sind die Google Maps Karten, die seit 2005 verfügbar sind, die oft als die Karte der Welt wahrgenommen werden. Das hat sicher der eine oder andere auch schon mal erlebt, wenn er irgendwelche Lösungen mit Karten baut und eigentlich lieber die Variante OpenStreetMap einsetzen würde, dass die breite Masse dann eher so die Wahrnehmung hat, bitte, was ist das für Karte, die haben wir noch nicht gesehen. Kann man bitte die normale Karte in Anführungszeichen benutzen. Die zweite Variante, die sehr häufig auch noch oder häufiger auftritt, sind die OpenStreetMap-Karten, die frei verfügbar sind, die, zu denen auch jeder beitragen kann. Hier nochmal ein Aufruf und eine Bitte, das Ganze ist nicht so, dass wenn bei OpenStreetMap irgendwas falsch angezeigt wird, dass die Leute dann irgendwie schuld sind, sondern jeder hat die Möglichkeit, auch hier Daten zu aktualisieren und die Daten entsprechend die Datenqualität zu verbessern. Mit OpenStreetMap gab es hin und wieder mal Probleme. Ich weiß nicht, ob jemand mitgekriegt hat, was da 2017 mit Pokémon Go passiert ist. Da war es dann so, dass sie also die Kollegen von Pokémon Go überlegt haben, wir müssen ja irgendwo Kartenmaterial hernehmen. Google Maps ist ja nicht ganz preisgünstig und dann haben sie kurzerhand die OpenStreetMap-Server als Quellserver benutzt, mit dem Ergebnis, dass das OpenStreetMap-Netzwerk relativ hart zusammengebrochen ist und sehr lange unter Last war. Was es im Zusätzlichen noch gibt, ist Bing, ESRI, Mapbox und MapQuest. Die findet man aber eigentlich in der praktischen Nutzung sehr selten, sondern eher bei Speziallösungen oder bei Spezialkarten, in denen die sozusagen als zusätzliche Layer angeboten werden. So. Wenn man weitergeht, ist die Frage ja, was soll denn überhaupt auf die Karten? Und da geht die Diskussion schon mal grundsätzlich los, nämlich zu dem Beginn war es so, dass in dem Kartenmaterial eigentlich nur Straßen, Ortsnamen und geografische Namen in Form von Regionen oder auch Ländernamen drauf waren. Aber mehr Informationen sind natürlich hilfreich. Wenn man sich das beim Beispiel von Google Maps anschaut, war das 2008 tatsächlich so, als sie die angefangen haben, hatten sie auch keine Informationen auf der Karte, sondern das Ganze waren tatsächlich nur die Basisinformationen und haben dann 2005 und 2008 haben sie dann angefangen, einen Button einzuführen, in denen man sich weitere interessante Objekte auf der Karte darstellen lassen kann. Das eine war Panoramio, das war so ein Flickr-Vorgänger, den kennt wahrscheinlich keiner mehr. Und das andere war damals tatsächlich so, dass mangels Alternativen gab es die Möglichkeit, sich innerhalb von Google Maps Wikipedia-Artikel anzeigen zu lassen. So haben die ursprünglich gestartet, weil sie ja irgendwie Content auf die Karten und das Kartenmaterial bringen wollten. 2010 ging es dann los mit Google Places. Ursprünglich hieß das Ganze mal Local Business Center. Da war es dann möglich, dass Leute über Google Daten und Geschäftsdaten füttern konnten und die wurden dann auf das Kartenmaterial zusätzlich angezeigt. 2013 kam dann die Überraschung, es wurden alle externen Datenquellen bei der Google Maps Karte abgeschaltet. Die offizielle Begründung war, es gibt keine Menschen, die sich dafür interessieren, sondern man interessiert sich nur für die Google Places Daten. Das kann man mal so stehen lassen. Wenn man das einmal vergleicht, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ich habe das hier mal für die Region gemacht. Man kann nämlich in dem Moment, wo man mit dem Google API-Schlüssel sich das Kartenmaterial holt,
auch auf das sagen, ich will das Kartenmaterial quasi mit den Points of Interest, die Google mir vorliefert, oder ich will es ohne. Und da gibt es so ein paar ganz interessante Beobachtungen. Es erinnert so ein bisschen an so ein Suchspiel aus so einem Kreuzworträtsel. Vergleichen Sie zwei Bilder, finde die Unterschiede. Das erste, was schon mal ganz interessant ist, weiß nicht, ob jemand lokal das beantworten kann. Also der Kuppelsaal der TU Wien hat scheinbar einen anderen Namen in dem Moment, wo man mit Dateninformationen von Google arbeitet, als ohne, weil da wird er dann auf einmal zum Festsaal. Was auch ganz interessant ist, es gibt hier rechts diese österreichische Forschungsgesellschaft. Da sieht man auch als Beispiel, das ist als Marker so irgendwie eingearbeitet, wo man im ersten Moment den Eindruck hätte, ja, das ist eine offizielle Information, ist aber eigentlich auch nur ein Marker, der sozusagen durch Dritte auf die Karte gebracht wurde. Was für mich auch persönlich so ein bisschen eine Überraschung war, wo man sich einmal bewusst wird, man sieht das hier rechts an dem Beispiel, in dem Moment, wo ich die Karte mit Marker habe, finde ich hier dann eine Parkgarage, die natürlich im ersten Moment interessant und wichtig ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Bei ohne Marker kommen dann auf einmal die Botschaften ins Spiel. Heißt, es ist also nicht nur so, dass wenn ich sage, Google gibt mir die Karte mit Markern, dass es mehr Informationen werden, sondern es ist ja so, dass Informationen auf der Karte verschwinden. Was für mich zudem ein Rätsel ist, also das Yoga-Studio schafft es auch auf der Karte zu sein, ohne dass man irgendwelche Places-Informationen haben will, warum das auf einem Niveau ist, dass es sozusagen in jeder Karte verfügbar ist, entschließt sie meiner Logik. Es gibt hierzu auch nicht wirklich Informationen, auf welcher Basis und auf welcher Grundlage das passiert. So. Bei mir war es persönlich so, ich habe das sehr früh genutzt, um mich selbst zu informieren, und bei mir war die Informationsdichte, und das war mir immer sehr wichtig, und ich war sehr, sehr traurig darüber, dass der Wikipedia-Layer sozusagen einfach mal unter dem Teppich verschwunden ist. Muss jetzt auch hier wieder ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Im Jahr 2008 bis 2013 gab es eine interessante App, die nannte sich Wikihood. Ich weiß nicht, ob dem das dem einen oder anderen nur ein Begriff ist. Die war extrem populär zur damaligen Zeit, gehörte also zu den Top-Downloads. War eine gute Umsetzung, die dir einfach auf der Karte in der Umgebung Wikipedia-Inhalte angezeigt hat. Hatte allerdings den Nachteil, dass sie Server-Proxy-basiert war. Das heißt also, die Anfragen sind nicht direkt an die Wikimedia- bzw. Wikipedia-Datenbanken gelaufen, sondern sind nochmal über den Anbieter gelaufen. Der hat dann noch so Bewertungsfunktionalitäten eingebaut für die Artikel. Ich habe die selber benutzt. Ich habe 2012 so eine Weltreise gemacht und habe die beim Reisen als Reiseführer benutzt, weil es einfach keinen Sinn macht, im Rucksack irgendwie solche Materialien mitzutragen an Büchern. Digital ist es oft schwierig, weil man bewegt sich dann irgendwo hin, kommt irgendwo hin und dann stellt sich die Frage, ja, gibt es denn da irgendwas, was interessant ist, was ich mir anschauen will? Das Ding ist 2013, 2014 vom Markt verschwunden, und zwar vollständig. Ich habe mir selber auf die Suche gemacht, die Firma auszumachen, die Jungs zu finden. Da ist nichts mehr darüber zu finden. Also ich habe irgendwann dann den Serverbetreiber gefunden, der mir gesagt hat, wenn du die Burschen siehst und findest, bitte gib mir auch Bescheid. Wahrscheinlich waren nur Rechnungen offen, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall für mich persönlich relativ schade, weil einfach diese Funktionalität gefehlt hat. Parallel dazu hat 2014 dann Wikipedia selbst angefangen, in ihrer App so Nearby-Feature einzubauen. Allerdings im ersten Schritt erst relativ rudimentär. Und das nächste Problem war dann, dass der Sprach- und Editionswechsel grundsätzlich sehr schwierig war. Worauf will ich da hinaus? Also es ist so, wenn du im Ausland unterwegs bist und spätestens dann, wenn du nach Südamerika kommst, brauchst du nicht wirklich nach englischen Wikipedia-Artikeln auf der Karte suchen. Weil Englisch ist dort nicht so wirklich die Sprache des Vertrauens oder primär die erste Sprache, sondern du musst halt relativ schnell schauen in den Ländern, in denen du unterwegs bist, was gibt es überhaupt für Einträge in der regionalen Landessprache. Ich habe dann in einer weiteren Reise 2014, 2015 in Asien relativ schnell gemerkt, wenn du in Länder kommst, ich sage jetzt mal Thailand, später dann Indonesien runter, rüber dann ein bisschen
in den Pazifik hinein, dass es oftmals schwierig ist, da die richtigen Informationen zu kriegen und dass es wichtig ist. Und habe mir während dieser Reise eigentlich ein Tool gebaut, das wieder in der Lage ist, mir Wikipedia-Inhalte vernünftig auf einer Karte darzustellen. Als erste Umsetzung habe ich das in einer reinen Webversion gemacht, basierend auf OpenStreetMap. 2016 sind wir dann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, lass es uns auch mal probieren, als App in den Store zu bringen. Ein bisschen so aus dem Interesse heraus, wie funktioniert das im App-Umfeld. Wir haben dann 2017 sogar nochmal versucht, das Ganze so zu erweitern, dass man Private Markers definieren kann. Das war so ein Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, man kann da sich über Facebook anmelden und ich kann eigene Marker setzen und alle meine Freunde können dann meine Marker wiedersehen. Die Lösung funktioniert, es gibt aber relativ wenig User an der Stelle. Und jetzt aktuell, letzte Woche, haben wir das Ganze neu erweitert um eine Text-to-Speech-Funktionalität, wo ich später auch noch mal ein bisschen genauer vorlesen will. Das ist dann die Wikipedia-App-Version unter der Adresse. So dass wir also momentan auch zwei verschiedene Versionen draußen haben, die einfach zu verschiedenen Einsatzgebieten kommen. Die Frage ist natürlich, wie kommst du an diese Geodaten? Also es ist so, dass Wikipedia eigentlich in allen Editionen, also in allen Sprachvarianten, Geodaten in den Artikeln hat. Der große Vorteil ist, es gibt eine große Anzahl an interessanten und kaum Werbe-POIs. Also um das Beispiel zu nennen, McDonald's schafft es in der Regel nicht in Wikipedia, außer es ist der, wo der allererste Ronald McDonald irgendwie aus irgendeinem Grund einmal einen Unfall hatte oder besondere Vorkommnisse waren. Personen kommen da nicht rein, Geschäfte in der Regel nicht, sondern es ist halt eine einigermaßen neutrale Quelle. Die Geodate-Extension ist im Standard-Wiki-Setup enthalten. Das heißt, die ganzen Wikipedias, die draußen betrieben werden, haben alle die Geodaten-Extension aktiv. Und das Spannende ist, es gibt dazu eine REST-API. Das heißt, man sieht es hier an einem Beispiel. Ich kann hier einen einfachen Query hinschicken und kriege dann tatsächlich, kann ich auch wählen, JSON-basiert oder XML-basiert, die Informationen über Artikel in einem oder über Einträge, Page-IDs in einem bestimmten Radius zurück. Es ist auch so, nur mal als Beispiel, das ist hier meine Visualisierung, wie viele Einträge mit Geodaten gibt es. Das ist eine relativ alte Version aus dem Jahr 2012, auch nur mal für die Sprache Englisch. Da ist es aber ganz interessant zu sehen, es gibt dann sehr skurrile Häufungspunkte. Es ist zum Beispiel so, dass es in Polen eine extrem hohe Dichte an Wikipedia-Einträgen mit Geokoordinaten gibt. Hintergrund ist dafür, der polnische Staat hat Informationen über Landkreise und Gemeinden und Städte zur Verfügung gestellt und es hat jemand einen Bot geschrieben, der diese ganzen Informationen in das Wikipedia transferiert mit den Geodaten und dementsprechend die Informationen über Wikipedia dann auch wieder abrufbar sind. So, wie sieht das Geopedia aus? Das ist einmal so die Oberfläche auf einem PC-Screen oder auf einem Tablet in der Breite. Das heißt, man hat also hier in der Mitte auf der Karlskirche diesen blauen Punkt, der mal angibt, wo befinde ich mich. Ich habe links unten eine Radiusauswahl mit den 250 Metern, wo ich hergehen kann und sagen kann, okay, zeig mir im Radius von 250 Metern alle Wikipedia-Einträge, die du in dieser Region hast. Ich muss jetzt kurz einen Einwurf werfen, es sind nicht alle, sondern es sind nur 50, weil wir ansonsten das Problem haben, haben wir auch relativ schnell gemerkt bei den Handys, wenn du mehr als so und so viele Markers auf die Handy wirfst, hast du dann irgendwann das Problem, wenn du schlechte Handys hast, die kommen einfach mit den Mengen an Pömpeln sozusagen, nicht mehr klar. Man sieht dann an der rechten Seite, habe ich dann die Informationen über den Wikipedia-Artikel und kann mich dann sozusagen an der Stelle weiter durchklicken. Bedienung ist dann ganz einfach, ich kann auf der Karte ein bisschen rumscrollen und kann dann einfach mit länger draufdrücken am Handy oder mit der rechten Maustaste am PC einfach einen neuen Ort wählen. Das heißt, ich muss auch nicht an dem Ort sein, über den ich mich informieren möchte, sondern kann mir einfach jeden beliebigen Ort auf diesem Planeten auswählen und mich darüber sozusagen informieren, welche Informationen da vorhanden sind. Spannend
wird es dann ergänzend hier am Beispiel dann, jetzt gehen wir mal nach Budapest als Beispiel, stellen wir vor, okay, ich mal vor, da hinzufahren und fangen mal an, was finde ich dort, bin jetzt hier auch wieder links der Donau und man sieht hier rechts oben unter der Eingabemaske, wo ich das Suchfeld habe, gibt es so eine Sprachauswahl. Das heißt, die App ist so oder die Lösung ist auch so gefüttert mit einer vorqualifizierten Dateninformation, dass sie weiß, okay, welche Sprache wird in diesem Land gesprochen und bietet mir als Schnellauswahl die Möglichkeit, in diese Sprachen zu wechseln. Das heißt, ich kann also sofort hier dann sozusagen auch sagen, okay, jetzt wechsle ich mal aufs Ungarische, habe ich vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, dass ich das alles verstehe, aber man sieht durchaus an den Informationen und den Markern, wo sind die interessanten Orte, die zumindest aus diesem sprachlichen Kreis als wichtig erachtet werden. Und man sieht da hier im Vergleich, dass also die Anzahl der Marker einfach zwischen der deutschen Sprache und der ungarischen Sprache natürlich etwas unterschiedlich ist. Das mit den Sprachen, das ist das Tolle an Wikipedia. Sind alle Sprachen verfügbar. Ich war dann auch etwas irritiert eigentlich über die Mächtigkeit dieser einfachen, in Anführungszeichen, Verknüpfungslösung, weil das Ganze funktioniert ja in Mandarin genauso wie in Farsi. Die Informationen sind ja alle da, man kann die Daten also wunderbar verknüpfen. Und was wir dann gemacht haben, ist, ich habe mal hier links so eine Auswahl an Sprachen hergemacht, die werden dann auch ausgewählt. Kann man auswählen, wir haben einfach die Wikipedia-Editionen nach Sprachen geordnet und die 100 häufigsten, also die 100 Wikipedia-Editionen vorbelegt, die die meisten Artikel haben. Deshalb tauchen dann also Sachen auf wie ein bayerisches Wikipedia. Das ist dann mal ganz interessant, wenn man sagt, was gibt es denn da in einer bestimmten Region? Und es ist halt einfach eine Möglichkeit, sich in der jeweiligen Landessprache auch Informationen abzuholen, was sind dort für Informationen verfügbar. Es gibt ein paar Irritationen, weil vielleicht der eine oder der andere dann schon der Meinung ist, ja, es macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass diese Geodaten in einem landessprachlichen Edition ist. Ja, das ist richtig, es gibt da in der Wikipedia durchaus Überlegungen, diese Geodaten in diese Wikidatas zu überführen. Die Praxis zeigt aber, und das ist hier das Beispiel vom Ätna, man sieht hier, dass der Gipfel vom Ätna, je nach Sprache, also rot ist quasi der deutsche, nach dem deutschen Wikipedia-Eintrag der Gipfel des Ätnas, blau ist der französische und violett sind die englischen und die italienischen Wikipedia-Editionen. Mag jetzt im ersten Moment etwas befremdlich klingen. Bei mir war es auch so, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, wenn man denkt, was habe ich wieder falsch programmiert. Es ist tatsächlich nicht so, sondern wenn du anfängst zu recherchieren, gibt es da einen akademischen Streit, nach welcher Explosion der Ätna oder vorher den höchsten Punkt und den Gipfel anzusetzen ist. Heißt, es ist tatsächlich so, dass also Geodaten, so abstrakt, absolut sie erscheinen mögen, tatsächlich so eine sprachliche, kulturelle Relevanz zu scheinen haben. Ich habe das später auch nochmal auf einer Reise in Israel beobachtet. Spätestens dann, wenn du zu religiösen Markern kommst, stellst du relativ schnell fest, auch dort gibt es natürlich Diskrepanzen über die Ansicht, wo sind jetzt bestimmte wichtige Orte zu Vergeokoordinaten. Eine andere Geschichte, auch recht lustig, finde ich, so als Beispiel, sind dann so nette Irritationen, wenn du eine Umkreissuche über den Nordpol machst, dann hast du hier an dieser Stelle natürlich keinen Kreis, sondern eine gerade Linie. Warum? Weil wir natürlich eigentlich eine dreidimensionale Kugel auf eine zweidimensionale Fläche plotten und du dementsprechend dann sozusagen den Kreis auch nicht mehr visualisiert bekommst, sondern an der Stelle einfach eine Linie und dann die entsprechenden Geokoordinaten. Ich muss sagen, ich nutze das Tool tatsächlich sehr häufig, egal wo ich hinfahre, um mich einfach mal zu informieren, was ist da, was muss ich sehen. Gibt's, auch wenn ich an bestimmten Orten bin, wo ich sage, checke mal, ja, ist da jetzt irgendwas, wo ich sage, wenn ich schon irgendwie 5 Minuten in Fußnähe bin, dann schaue ich es mal an. Also rein, ich habe es wirklich sehr, sehr vermisst und so haben wir es halt einfach wieder nachgebaut.
Was wir in der Version von diesem von letzter Woche noch eingebaut haben, ist, dass wir mit Text-to-Speech uns ein bisschen beschäftigt haben. Die Idee war, das Ganze so weit zu treiben. Man sieht es hier rechts oben neben diesem Button, neben der Eingabemaske gibt es so einen Lautsprecher. Die Idee war, das Ganze so weit zu treiben, dass ich es im Auto benutzen kann und der sozusagen mich verfolgt und quasi während meiner Position immer wieder Abfragen macht und um mich herum einfach einen Wikipedia-Artikel nach dem anderen vorliest. Es ist durchaus eine interessante Information, wo man aber sagt, man kriegt wieder neue Informationen rein, wo befindet man sich, was kommen da für bestimmte Sachen rein. Das war eine interessante Beobachtung, da muss ich jetzt ein bisschen so kleine Beobachtungen aus diesem ganzen Entwicklungsprozess mal beschreiben. Es ist so, es gibt ja mittlerweile überall den Text-to-Speech-Support, das heißt, der ist in den Handys eigentlich vorhanden. Man stellt dann allerdings relativ schnell fest, die Sprachen, die abgedeckt werden, sind dann gar nicht mehr so breit. Also es ist schon im ersten Moment eine ganze Menge bei Android und auch bei iPhone. Da war es aber dann so, wir hatten dann im ersten Moment das Problem, dass beim iPhone war das Arabisch da und man ist dann natürlich immer so ein bisschen gewillt zu testen, geht es dann in speziellen Sprachen und stellt dann fest, ja, beim Android fehlt irgendwie das Arabisch, wo du dann wieder anfängst nachzukramen. Nein, das Arabisch fehlt nicht, weil wir irgendwas falsch programmiert haben, sondern es ist tatsächlich so, dass Google aus irgendwelchen Gründen Arabisch nicht unterstützen will bei Text-to-Speech. Da gibt es eine relativ große Community, die da auch versucht, mehrere Petitionen loszutreten, aber es geht nicht. Interessanterweise, was aber geht, wenn man dann so ein bisschen sich anders informiert, Speech-to-Text können sie, aber Text-to-Speech nicht. Bei Speech-to-Text, bei Mandarin ist es übrigens auch so, also wo man sagt, okay, warum, weshalb, was sind die Ideen und die Überlegungen dahinter? Wir sind dann noch in ein bisschen eine andere Richtung gegangen und haben gesagt, ja, IBM macht momentan auch sehr viel Werbung mit ihrer Cloud. Was geht denn da? Da gehen eigentlich noch viel weniger Sprachen. Das ist also eher etwas nicht so toll, wobei sie etwas flüssiger sich anhören. Worüber wir da gestolpert sind, das wollte ich jetzt einmal nur weitergeben. Den sogenannten Tone Analyzer, da kannst du nämlich hergehen und Sprache hinschicken. Und du kriegst dann die Qualität des Sprechers rüber. Der sagt dir dann, ob der traurig ist oder guter Stimmung oder so ein Gesicht. War ich etwas irritiert, dass sowas schon vorhanden ist? Ist da, kann jederzeit nutzen, ist für Hotlines vielleicht ganz interessant. Vielleicht wird es auch schon bei vielen Callcentern angewendet und der ein oder andere wundert sich vielleicht, warum die Leute schon so wissen, wie sie einen zu nehmen haben. Als wir das dann so ein bisschen bekannter gemacht haben, kam dann so der Begriff Geo-Mashups. Das Ganze ist dann so ein bisschen gegangen, weil das über Reddit gelaufen ist, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, es ist eine coole Funktionalität. Es gab zwar dann immer wieder so Irritationen, weil die Kollegen in den USA gemeint hätten, dass die Wikipedia-Artikel aus dem Englischen immer in die andere Sprache übersetzt werden und nicht quasi aus dem jeweiligen Sprachwiki gezogen werden. Aber man muss halt da so ein bisschen lernen und bei mir ist es so, ich wusste dann auch selbst nicht, was ich geschaffen habe. Es hieß halt, okay, du hast eine Geo-Mashup gestartet. Und an der Stelle will ich jetzt nochmal kurz so ein bisschen eine andere Ecke aufmachen, nämlich was gibt es noch für Geo-Mashups? Weiß nicht, ob euch das schon mal übergestolpert ist oder ob das jemand schon mal gesehen hat. Das ist ein ganz interessanter anderer Ansatz. Um mal so ein paar Beispiele zu machen, da hast du die Möglichkeit, verschiedene auf einer geografischen Karte verschiedene Bomben in jeglicher Form explodieren zu lassen und man hat dann die Möglichkeit, sich sozusagen die Auswirkungen darstellen zu lassen. Ein anderes einfaches Beispiel für so ein Geo-Mashup wäre die Wheelmap, ist auch ein interessantes Projekt. Die versuchen sozusagen interessante Orte zu verorten und mit Informationen anzureichen, wie sieht der Rollstuhlzugang aus. Ist auch ein interessanter Ansatz, das mit Geokoordinaten anzureichern. Auch ein schönes Projekt ist Mundraub. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal was gehört hast. Die sind zu der Überlegung gekommen, Moment, kommunale Sträucher, Pfläume, Pflanzen und so weiter, die sind eigentlich für uns Bürger auch zugänglich. Wir versuchen, das alles irgendwo in einer Karte zu erfassen, sodass wenn Leute Lust haben, gibt es in meiner Umgebung Kirschen, Pflaumen und so weiter, kann ich mir die einfach holen. Finde ich auch einen sehr schönen Ansatz.
Spannender Ansatz ist der Luftdateninfo-Ansatz. Das heißt, ich kann mich hier über die, ich kann hier so ein Sensor-Kit mir bauen und an dem Netzwerk teilnehmen und hier sozusagen Feinstaubmessungen durchführen. Auch ganz interessant, kann ich auch jedem nur anbieten, der Sensor kostet keine 30, 40 Euro, hier Daten zu liefern. Die ganze Diskussion ist nicht ohne und je mehr Qualität und Sensordaten wir haben, desto mehr Informationen kann man hier auch nutzen und damit auch was anfangen. Anderes interessantes Projekt, was es gibt, was gemacht wird, ist der sogenannte Eurobill-Tracker. Es gibt durchaus eine Fangemeinde, die macht nichts anderes, als Seriennummern von Geldnoten zu erfassen und diese dann mit Geokoordinaten zu verorten und mal an der Stelle dann sozusagen den Geldscheinen zu folgen. Links ist jetzt hier mal das Beispiel, wo die Geldscheine aus Wien dann eine Woche später überall wieder aufgetaucht sind. Da sieht man, das ist also sehr groß verteilt. Rechts ist ein Beispiel aus Italien. Da sieht man dann, dass also scheinbar irgendwo am Fußabsatz jemand sitzt, der sehr fleißig Geldscheine scannt, warum auch immer man die Leute das tun. Aber es sind Informationen, die die Leute sozusagen draußen dann machen. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Nächstes Thema ist Social Media Monitoring. Da bin ich nämlich dann im weiteren Verlauf auch ein bisschen drauf gestolpert und muss hier die Baustelle aufmachen. Nämlich darum geht es ja, welche Geodaten haben wir denn noch? Welche Plattformen haben denn noch Geodaten? Und da gab es eine sehr interessante Lösung technischer Natur namens Geofedia, die 2012 schon ins Leben gerufen wurde. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man kann sich so einen gewissen Koordinatenausschnitt ausschneiden und du kriegst dann sozusagen alle YouTube und Facebook und Twitter und alles, was aus Social Media kommt, die aus diesen Geo-Inhalten, aus diesen Geofeldern kommen, kann man sich anzeigen lassen. Das kann man dann filtern nach Keywords, nach Usern, kann man hergehen und auch bestimmte Alertings hinter verbinden, um sich zu informieren. Das Ganze ist eine kommerzielle Lösung, die 2012, wie gesagt, gegründet wurde und in den USA sehr populär war, vor allem im staatlichen Umfeld, die staatlichen Institutionen, Sheriff Departments, haben das sehr gerne genutzt als Lösung, um sozusagen zu gucken, was passiert denn in unserem Umfeld. Es ist auch Universitäten haben das Ganze genutzt, um sozusagen mitzukriegen auf unseren Plattformen, hier wird irgendwo gestreikt oder da passieren gewisse Dinge, die wir nicht so haben wollen. Was an der Stelle, muss ich ein bisschen weitermachen, und zwar 2014 wurde das Ganze dann auch sehr stark benutzt bei den Baltimore-Protesten in den USA. Da hat also die Stadt Baltimore hatte dieses Geofedia im Einsatz und hatte ihre Squad-Kommandos damit quasi delegiert, wo sind die heißen Brennpunkte in der Region, wo muss ich die Leute hinschicken. Und gleichzeitig haben sie das Ganze natürlich benutzt, um die Leute, die da demonstriert haben, auch digital zu erfassen und entsprechend Nachweise zu bringen, um sie dann auch zu identifizieren und weitere Strafverfolgungen gegebenenfalls in die Wege zu leiten. Das Ganze ist dann ein bisschen eskaliert. Es gab eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die gesagt hat, ja, seid ihr denn wahnsinnig? Ihr könnt die ganzen Geodaten doch noch nicht einfach irgendwo öffentlich in den APIs zur Verfügung stellen. Das hat dann auch eine gewisse Reaktion hervorgerufen, nämlich sowohl Twitter als auch Facebook, Instagram haben Geofedia dann den Zugang gesperrt und die Aussage getroffen, dass wir also nicht mehr hergehen und weitere Informationen an der Stelle zur Verfügung stellen. Seiteninformation zu Geofedia. Eine ganz lehrreiche Information ist immer Follow the Money. Das heißt, bei Geofedia ist ein Venture-Kapital finanziertes Unternehmen, das es zwar immer noch gibt, aber man findet öffentlich nichts mehr. Finanziert wurde es von InQtel. Das Q kommt tatsächlich vom James Bond Q. Und es ist so, dass InQtel eine staatliche Venture-Kapital-Gesellschaft ist, die direkt von der CIA betrieben und unterstellt ist. Das ist so. Ich weiß nicht, ob es in Europa staatlich finanzierte Tech-Venture-Kapital-Firmen gibt. Wäre mal auch interessant, hier drüber was zu lesen. Wenn da jemand Informationen hat, wäre ich wirklich sehr daran interessiert.
Was dann passiert ist, ist, nachdem sozusagen Twitter und Facebook Geofedia den Zugang gesperrt haben, kamen dann die nächsten Anfragen an Twitter und Facebook, wie sieht es denn überhaupt so generell mit euren APIs aus? Ihr habt es ja jetzt zwar irgendwie Geofedia gesperrt, aber möglicherweise gibt es ja auch noch andere Tools, die darauf abgreifen. Da kamen aber keine Antworten. Also da ist sozusagen so ein bisschen Unklarheit, wie da momentan agiert wird. Das grundsätzliche Ergebnis ist, bloß weil der API-Zugang für mich als Nutzer nicht mehr funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass die Geodaten nicht mehr da sind. Weil derjenige, der sie sozusagen im ersten Moment erhält, heißt Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, hat die natürlich. Und um in dem Schritt auch ein bisschen weiter zu gehen, was ist da heute? Es gibt die sogenannte 1-Million-Tweet-Map, weiß ich auch nicht, ob das dem einen oder anderen Begriff ist. Hier werden die Twitter-Einträge mit Geo-Koordinaten schön auf einer Karte dargestellt. Da kann man sich also auch relativ gut informieren, was in welcher Region sozusagen momentan gerade relevant ist. So, Schritt zurück. Nächster Schritt, was wir diese Woche jetzt auch hier mal veröffentlicht haben, ist, was wir uns überlegt haben, ja, wie sieht es denn eigentlich mit YouTube aus? Ja, also YouTube hat tatsächlich in seiner API auch Geokoordinaten. Und dann haben wir mal gesagt, okay, dann können wir die ja auch darstellen und nennen das Ganze mal GeoTube. Funktioniert analog wie Geopedia, das heißt, suchst dir eine bestimmte Koordinate aus, machst eine Umkreissuche. Was wir hier zusätzlich noch eingebaut haben, was relativ wichtig ist, ist ein Datumsfilter. Nämlich, dass man sagen kann, okay, zeig mir die Videos von letzter Woche, letzten Tag, letzten Monat, letzten Jahr. Wir machen das schon ein bisschen länger. Wir haben festgestellt, die YouTube-API hat da auch einige Besonderheiten. Also es war bis vor einem Jahr so, dass man zeittechnisch tatsächlich länger als ein Jahr zurückgehen konnte. Mittlerweile ist es so, dass du keine Videos mehr findest, die älter als ein Jahr sind. Die werden also von der YouTube-API nicht mehr ausgeliefert. Was wir auch beobachtet haben nach dem Neuseeland-Attentat, war es so, dass der Datumsfilter von YouTube 2 Wochen lang grundsätzlich nicht funktioniert hat. Und zwar nicht nur für den API-Zugang, sondern es war auch auf der Startseite von YouTube so, dass man nicht mehr nach neuen Videos filtern konnte. Konntest dir also nicht mehr die neuesten Videos der letzten 24 Stunden anzeigen lassen. Offizielle Aussage von Google war, ja, wir haben da einen Bug in der API. Wir haben 3 Wochen gebraucht, um den Bug zu fixen. Es haben dann Leute herausgefunden, wenn du über die Google Search API nach Videos suchst, dann kannst du wieder mit Datumsfiltern die Geokoordinaten rausholen. Bei der YouTube API haben sie es aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet. Um das am Beispiel mal zu machen, also man kann das dann eben nutzen, um sich auch mal zu informieren, relativ aktuell nach Informationen zu suchen. Tut mir leid, dass ich mit solchem Material kommen muss, aber es war jetzt einfach tagesaktuell. War jetzt Beispiel Notre Dame, kriegst halt da an der Stelle zumindest mal einen Zugriff auf, was passiert da gerade im Moment. Interessanter und fragwürdiger wird es dann zum Beispiel hier ein anderes Beispiel, das ist jetzt ein Atomkraftwerk in Nordfrankreich. Das heißt, ich kann mal gucken, gibt es da eigentlich irgendjemand, der da Videos zur Verfügung stellt aus dieser Geokoordinate. Ja, das gibt's. Man kommt da auf Führungen, man kriegt da Informationen, wie sieht es da innen aus. Ist alles so ein bisschen ambivalent zu betrachten, aber es ist ein Informationstool. Die Einsatzmöglichkeiten sind Validierungen, Informationen, Recherche. Es geht auch darum, an einigen Stellen Fake News zu identifizieren. Und wir haben es also jetzt als Online-Version zur Verfügung gestellt und gleichzeitig auch im App Store für Android und Android und Apple Devices auch zur Verfügung gestellt. Nächster Schritt, die Einsatzmöglichkeiten an der Stelle, also ich habe im journalistischen Umfeld, weiß ich, gibt es ein paar Kollegen, die das schon nutzen, um einfach vor allem Fake News zu identifizieren oder auch Brennpunkte dann in einer größeren Target, also so einen Radius über Südamerika zu legen und zu sagen, was passiert hier in diesen Fällen.
möchte nochmal darauf hinweisen, das sind keine privaten Daten, das sind keine gefakten Daten, sondern das ist einfach nur die Verknüpfung von Geodaten aus den YouTube-Videos. Vielleicht noch ergänzen, wie kommen die Geodaten da rein? Es ist so, dass du für jedes Video, das du setzen kannst, einen Ort hinterlegen kannst, der dann wieder zurückgemappt wird. Oder aber, wenn du ein Video hochlädst, dir der Client durchaus sehr gerne sagt, willst du einen Ort hinzufügen, sodass dann ganz schnell einfach mal ein Video auch um Geodaten angereichert wird, ohne dass sich die Leute so richtig darüber bewusst sind. Die kann man natürlich auch faken, das heißt, das muss nicht notwendigerweise ein echter Ansatz sein, aber es ist einfach, die Informationen sind an der Stelle vorhanden. Wenn es jetzt noch darum geht, einen Schritt weiter zu gehen, was kann ich denn noch für Quellen machen, um Geodaten irgendwo zu verorten, wäre das nächste Thema Geo-IP. Weiß ich nicht, ob da jemand sich hier schon mal so ein bisschen beschäftigt hat. Da ist es so, es gibt seit sehr langem einen Anbieter namens MaxMind, der IP-Adressen mit Geo-Koordinaten verschlagwortet beziehungsweise zuordnet, hat man sicher auch schon mal gesehen, wenn man bei Google Analytics zum Beispiel so, wo kommen meine Besucher her, das muss ja auch irgendwo über IP-Adressen dann aufgelöst werden. Es gibt mittlerweile auch einige Security-Produkte, die es mir ermöglichen, regelbasiert zu sagen, ich will bestimmte Länder oder bestimmte Regionen aussperren oder ausgrenzen, ist aber an der Stelle sozusagen noch im ist noch so ein bisschen im Findungsprozess. Es ist natürlich auch umgekehrt problematisch. Es gibt da dieses berühmte Beispiel dieser amerikanischen Farm. Die hatte so gerade in den Anfangszeiten das Problem, dass die Leute versucht hatten, irgendwie, okay, wir sind böse Dinge irgendwo passiert mit folgender IP-Adresse. Und dann kamen die Ermittlungsbehörden auf die Idee, oh cool, da gibt es noch eine Datenbank, da kann ich nachgucken, wo kommt diese IP-Adresse denn her, wie ist die zu verorten. Und da war das Problem, dass der Mittelpunkt der USA dummerweise genau bei dieser Farm rausging. Das arme Ehepaar hatte mit Internet nicht viel am Hut, hatte nur relativ früh Besuch von FBI, SWAT-Team, ESRI, Staatsfahndung, Steuerfahndung, die ihnen also regelmäßig auf die Pelle gerückt sind, weil also Anzeigen einkamen, weil bitte aus ihrer Geokoordinate böse Sachen passiert sind. Mittlerweile ist es so, dass die Firma MaxMind anfängt, persönliche Häuser und Grundstücke zu umzuadressieren, weil sie haben einfach nur künstlich den Mittelpunkt der USA genommen, um halt irgendwas mal zu haben und sie auf Berge oder auf Seen zu machen. Aber auch lange Jahre sich gar nicht bewusst waren, was sie teilweise für Einzelschicksale mit ihrer Datenbankversion ausgelöst haben. So, last but not least, ist noch eine Geschichte, wie guckt es denn eigentlich im Browser aus? Weiß nicht, ob sich da jemand schon mal Gedanken gemacht hat. Man sitzt irgendwie vor einem PC, ich kann da irgendwie so klicken, Standortbestimmung, aber mein PC hat doch gar kein GPS. Und trotzdem kriegt er das manchmal hin und manchmal kriegt er das nicht hin. Und wie funktioniert das überhaupt? Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es gibt da die sogenannten Geolocation Services von Google. Das Gute an Google ist, die meisten Daten, die sie sammeln, bieten sie gegen Geld auch wieder an. Und so eine App, die haben eine REST-API und an diese REST-API kann ich hier links, sieht man das, die Informationen zum Beispiel hinschicken über meine Signalstärke, mit welchem Funkturm ich verbunden oder kann ich einen Funkturm hinschicken und dann kriege ich von der Google REST-API zurück, an welcher Geokoordinate befindet sich der Funkturm. Das hilft mir beim PC natürlich relativ wenig, aber ich kann es ja nicht nur mit Funktürmen machen, sondern ich kann es ja auch mit MAC-Adressen machen. Heißt, Google hat also eine große Datenbank an MAC-Adressen, die sozusagen mit Geokoordinaten verortet sind. Mir ist das selber schon mal passiert, als wir im Urlaub waren, hatte ich meinen Router mitgenommen, habe den per USB-Stick mit lokaler SIM im Ferienhaus aufgestellt, dann kam mein Schwager an und sagt, sag einmal, wieso sagt denn mein Android, wir sind in Passau, obwohl wir auf Sizilien waren. Ja, das lag an der MAC-Adresse. So, die Frage ist ja, wie kommt denn Google überhaupt an die Informationen? Es gibt da so ein Android-Telefon und das Android-Telefon sammelt diese Daten und schickt sie nach Hause. Und das tut es, egal ob die Location-Services an oder ab sind, sondern es macht das einfach.
Mit dieser Datenbank arbeitet Google. 2017 haben sie da gesagt, ja, okay, wir wissen, das ist jetzt nicht ganz so in Ordnung, wir hören dann lieber mal auf damit. Aber so richtig ist es da so ein bisschen unklar, wie es da weitergeht. So, wie macht das Firefox im Übrigen? Bei Firefox geht das ja auch. Mozilla hat ein Rabin-Abkommen, die nutzen ebenfalls den REST-Service von Google. Weil irgendwo muss man ja den Usern ja zeigen, wo sie sitzen. Was interessant ist, ist bei Firefox, die versuchen, oder Mozilla, die versuchen seit einem Jahr den Mozilla Location Service einzuführen. Das heißt, sich von dieser Google-Verbindung so ein bisschen zu lösen und eine eigene Datenbank aufzufüllen. Da haben sie auch wieder das Problem, wo kriegen wir die Feeds her, also wo kommen die Informationen her? Deshalb gibt es einen Firefox am Android. Sie sind momentan noch so, dass sie sehr offen mit diesen Daten umgehen. Das heißt, ich habe hier mal rechts eine Statistik rausgezogen, die direkt von der Mozilla Location Service Homepage ist, wie viele Informationen da momentan sozusagen in ihrer Datenbank sind. Das heißt, also man hat die Geokoordinaten in Österreich, die Geokoordinaten von knappen 430.000 Funktürmen, die im Übrigen öffentlich als CSV herunterzuladen sind. Und man hat die Geokoordinate von, ich hoffe, das ist 6 Millionen MAC-Adressen. Da ist es aber so, dass Sie auf der Homepage schreiben, ja, wir wissen, dass das so aus datenschutztechnischen Gründen nicht so ganz einfach ist. Wir stellen die Daten nicht so richtig zur Verfügung. Wenn du die haben willst und da API-Calls machen willst, schreib uns eine Mail, warum. Wir arbeiten dran und schreiben Mails, aber noch kriegen wir nicht so richtig eine Antwort. Es ist so, dass die APIs mittlerweile auch leicht verändert wurden. Du kannst keinen Request mehr stellen mit einer MAC-Adresse, sondern mittlerweile muss man zwei MAC-Adressen schicken, um eine Geokoordinate zu machen. Netter Blick auf Microsoft, jetzt was passiert mit dem Android, mit dem Internet Explorer. Da ist es so, da haben Microsoft die Geolocation Services rausgenommen und werden sie wohl durch etwas Eigenes ersetzen, weil auch hier natürlich die Interesse da ist, den Leuten auch am PC hier irgendwelche Verortungen zuzumischen. Apple fehlt auf dieser Folie. Warum? Einfach deshalb, weil es wahnsinnig schwierig ist, hier überhaupt an Informationen zu kommen, was da passiert und in welcher Form da sozusagen Informationen auch gesammelt werden über die Geokoordinaten. So, damit habe ich euch mal einen Überblick gegeben und meine nächste Frage wäre jetzt an euch, wir haben jetzt da so ein paar Überlegungen, man hat Geopedia mal gesehen, wir haben GeoTube gesehen, was könnte man noch in irgendeiner Art und Weise visualisieren, welche großen Informationen sind da und welche Datenbanken könnte man hilfreich ansetzen oder gibt es sonst irgendwelche Fragen? Schweigen im Walde? Keine Fragen. Dann bleibt mir nur, mich zu bedanken und hoffe, dass ihr mit den Informationen ein bisschen was anfangen könnt und euch auch die Tools ein bisschen nutzen könnt. Es ist, was ich noch ergänzen möchte, es ist nichts von dem, was wir hier anbieten oder geschrieben haben, proxybasiert. Der ganze Code funktioniert so, dass das in Echtzeit REST-Calls sind gegen die YouTube-API oder gegen die Wikipedia-APIs und an der Stelle auch gegen die OpenStreetMap-Layers. Das heißt, sobald der Code sozusagen auf dem Gerät einmal ausgeführt ist, ist kein serverseitiger Proxy in irgendeiner Art und Weise mehr im Einsatz. Ich habe mir manche Sachen überlegt im Hintergrund, wo man über Geodaten Informationen kriegen kann, die weitergehen, als man vorher dachte. Und das, was ich mir überlegt habe, ist alles Kinderkram gegenüber dem, was du da vorgestellt hast. Also ich denke mal auch, dass da die Fragen ein bisschen vorbeantwortet sind durch den Vortrag. Okay.
war, ist gesagt worden, dass über die MAC-Adresse, die die Position speichern. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Dann müsste man ja eigentlich relativ einfach von jedem Handy die Position ermitteln können, weil jedes Handy hat eine MAC-Adresse. Damit kann ich ohne App auf dem Handy die Position der Person erkennen. Theoretisch ja, wobei die Frage ja das große Problem ist, wir wissen ja, ich habe jetzt nur gezeigt, wie der REST-Service von Google funktioniert, der da existiert. Wie ich den als API-Call nutzen kann, MAC-Adresse hin, Geo-Koordinate zurück. Was die natürlich dann wirklich machen, ob sie vielleicht differenzieren zwischen mobilen Geräten MAC-Adressen und Router-MAC-Adressen. Es gibt ja auch die Vendor-ID, inwieweit das sozusagen dann irgendwo in deren Datenbank-Backend-Schema mit aufgenommen wird. Aber es ist eigentlich damit möglich, ohne App zu orten. Weil bis jetzt war immer so, dass der halt eine App installiert hat für die Kinder auf die Telefone. Und damit hat er die Position erkannt, wo ist jetzt das Kind? Nein, nicht erkannt, sondern es kann halt sein, dass es in der MAC-Adresse quasi, dass es gespeicherte Positionen gibt, weil die schon mal irgendwo aufgetaucht und gefüttert wurde. Ja, aber es ist möglich damit. Aber es wird nicht sozusagen neu, aus dem Nichts kann die nicht entstehen, sondern es ist nur eine reine Lookup-Datenbanktabelle. Wüste Theorie, es gibt MAC-Adressen, die sich offensichtlich bewegen anhand der Daten, die Google oder sonst ein Datenbankbetreiber hat, und welche, die das offensichtlich nicht tun. Das heißt, für den Datenbankbetreiber gibt es gute Möglichkeiten festzustellen, welche MAC-Adressen zu beweglichen Dingen gehören, und die würden man sich einfach nicht merken. Zum Beispiel, also wie gesagt, aber das ist, wir wissen ja nicht, wie das serverseitig funktioniert. Also ich kann bloß aufzeigen, was wir da beobachtet haben. Was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, finde ich auch eine sehr wichtige Information. Als wir die Android-App veröffentlicht haben, war es so, dass wir vorher ein Beta-Test-Programm gestartet haben und ein paar Leute dazu ermuntert haben, bei dem Beta-Test teilzunehmen, weil wir einfach gerade mit Text-to-Speech so ein paar Themen hatten mit verschiedenen Android-Versionen. Es war dann so, dass im Android Developer Store kriegst du dann Rückmeldungen, wie oft die App crasht, wie oft sie installiert wurde, auf welchen Android-Versionen sie installiert wurde. Das waren eigentlich alles sehr hilfreiche Entwicklerinformationen. Was etwas irritierend war, womit ich auch nicht gerechnet hatte, wir hatten von allen Beta-Testern Screenshots von deren Nutzung der App als Service von Google. Inklusive welcher Anbieter da war, bei so einem Tool natürlich genau noch, wo sie quasi die Geokoordinaten ausgetestet haben. Das ist ein Service, den Google App-Entwicklern zur Verfügung stellt. Hast du irgendwelche Einblicke, inwieweit diese Services auch Custom-ROM-Benutzer betreffen? Customer? Custom ROM, also Lineage aus Dinge. Da muss ich wirklich passen. Also bin sogar selbst, mein großes Problem ist, ich habe mit Android-Geräten hinsichtlich der Bedienungsschwierigkeiten. Also bin da eher so falsch sozialisiert worden. Also ich habe jedes Mal das Problem, dass ich, also meine Entwicklung findet meistens im BlueStack statt oder sowas zum Testen. Was aber also einfach nur Use Case, Usability ist. Also bin einfach zu deppert für diese Geräte. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch schöne paar Tage hier auf der Veranstaltung.